Herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Mars Warlocks. Ich bin Marv und wir müssen uns jetzt hier im Untergrund mit dem General treffen. Schauen wir mal, dass wir da jetzt hinkommen. Das ist so die Aufgabe für heute. Alles andere habe ich mal wieder soweit erledigt, alle Nebenaufgaben. Jetzt können wir in der Story wieder ein bisschen weiter vorankommen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Dort oben waren wir schon mal, da war der Mord passiert. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Müssen wir hier weiter. Ab in den Untergrund. Shadow Lair Untergrund. Wir sind auf alles vorbereitet. Auch auf Maulwürfe in den Kanälen. Relativ viele hier wieder. Na, na, na. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Wo läuft denn sie hin? Weiß ich auch nicht, wo die hinläuft. Nochmal hier schnell die Elektrowaffe anwerfen. Das muss ich auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter skillen. Hat er sich schon wieder fertig gemacht? Nee. So, schön. Mittlerweile ist das Spiel an vielen Stellen doch sehr actionreich geworden, wie ihr schon gemerkt habt. Viele Kämpfe, viele Auseinandersetzungen einfach, die man sich gut überlegen muss, wo man da jetzt als nächstes oder gegen wen als nächstes kämpft. Ich glaube, wir gehen links rum, da können wir noch ein bisschen mehr erkunden. Rechts gehen wir dann einfach zurück. Dann haben wir wieder die ganze Packung mitgenommen hier. Im Moment habe ich es noch nicht wieder gebraucht. Ich sammle ja jeden Kram auf. Wir haben noch 3 Bomben. Sind also noch gut ausgerüstet. Ich könnte jetzt einfach auch noch ein paar herstellen. Genug Material habe ich ja. Brauche ich im Moment einfach nicht. Okay. Die kämpfen da ordentlich. War ja klar, dass die den plätten. Den hätte ich, glaube ich, auch nicht retten können. Wenn der Schi sich schon so auffordert, ja, komm näher. Das ist nicht unbedingt so eine schlaue Idee, glaube ich. So. Oh, hier ist ein ganz großer. Oh, jetzt wird es hier ein bisschen eng. Na, na, na. Oh, jetzt bin ich gleich tot. Das ist aber nicht gut. Ein Heilungskit. Meine Freundin hat es schon wieder zerbrezelt. Gut, dass ich die Bomben dabei habe, sag ich mal. Gegen so eine Masse an Maulwürfe muss man erstmal ankommen. So. Nummer 1. Und Nummer 2. Boah. Voll angesprungen hier. Mistmade. Boah. Gute Nacht. Einfach abgeknallt. Aber die gute Frau steht ja doch wieder schnell wieder auf. Bisschen orientierungslos blickt sie sich um. Muss dann feststellen, alles cool. Mr. Roy hat die ganze Situation wieder geregelt. Kein Problem für uns. Jetzt muss ich gleich doch mal schauen, wie viele Heilungskits ich noch habe. Nicht, dass ich da jetzt bald nichts mehr habe. Ach, 6 Stück. Mehr als genug. Machen wir mal hier so ein paar Granaten. Auf der rechten Seite seht ihr ganz gut, wie viel Materialien ich habe und wie viel Materialien ich brauche. Also, ich werde so viele Granaten herstellen können, dass ich fast bis zum Ende des Spiels wahrscheinlich nur noch mit Granaten kämpfen könnte. Ist einfach nicht notwendig. Heilungskits kann ich auch noch einige herstellen, aber da wir noch 6 Stück haben, sind wir so gut gerüstet, dass ich da überhaupt keine Bedenken habe, dass wir jetzt hier gut durchkommen. Bin mal gespannt, was hier hinten noch in der Ecke ist. Und zwar da hinten. Genau, da war auch noch was, aber das war es dann auch schon wieder, ne? Ja.
Mehr ist hier nicht, nur ein bisschen Hardware, nur so ein bisschen Zeug. Also ich würde mir wünschen, oder hätte mir gewünscht für dieses Spiel, dass sie noch ein bisschen mehr das Potenzial ausnutzen. Weil ja, das ist schon echt gut geworden. Aber ich finde, an einigen Stellen hätte man wirklich noch einiges machen können. Also da wäre einfach noch ein bisschen mehr drin gewesen. Hätte man nicht einfach nur irgendwie... Weiß ich nicht, besser das Crafting-System nutzen oder solche Geschichten. Das wäre schon schön gewesen. Hätte man dann einiges noch draußen machen können. Nee, zurück. Ah ja, wir haben sogar noch Punkte, die wir verteilen können. Hier beim Charakter haben wir jetzt nur einen. Okay. Fähigkeitenbaum. Das muss ich auf jeden Fall noch machen. Ich brauche hier noch einige Punkte hier in diesem Punkt. Was nehme ich denn da noch rein? Das alles parieren. Kritische Treffer bei Angriff mit Waffen. 10 Schaden bei erfolgreichem Gegenangriff. 5 Schaden bei Schutzbrechung. Ich glaube, dann nehme ich jetzt erstmal den hier, dass ich mehr Schaden mache. Kritische Treffer und so. Jetzt will das ein bisschen hochsetzen. Ich wollte ja eigentlich hier meine elektrische Waffe noch ein bisschen aufbessern, ne? Kann ich das irgendwie noch zurücksetzen, hier die Punkte? Nö, kann ich nicht. Okay, müssen wir wieder ein Level warten. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Hätten wir auf jeden Fall 50% Dauer, das wäre schon super gewesen. Ja, jetzt haben wir es versaut, egal. Ich hatte es davor gespeichert, aber die anderen Punkte sind auch gut. Dann mache ich jetzt ein bisschen mehr Schaden. Oder auch nicht. Na, na, na. Der lässt sich von diesen Blitzen nicht so richtig beeindrucken, glaube ich, dieses Viech. Lade ich jetzt nochmal oder lasse ich das so? Aber ich will auf jeden Fall, ich muss hier die anderen Punkte sowieso in den anderen Punkt stecken, weil ich gerne hier diese Spezialpunkte hier unten hätte. Erhöhte Geschwindigkeit des Spielers um 60% für 10 Sekunden, dann bin ich absolut, oder erhöhte Geschwindigkeit des Spielers um 100%. Bin ich so viel schneller, dann komme ich so viel besser durchs Spiel durch. Das bisschen Schaden. Da können wir dann auch drauf verzichten. The name is Roy. Roy Temperance. I have a meeting with General Honor Grant. I was told to come here. Yes, you can enter. General. Hi. You're expecting me, I think. I am. Good to meet you. Really? Mind telling me what you want from me? I have heard you are being hunted as a renegade. Rest assured, I have no intention of giving you up to the Source. To be perfectly frank, I'll admit I'm not very fond of them. And they feel the same way about me. But I'm high enough up the ranks that they can't do much against me, or those who work for me. Ah, I think I'm starting to see what you're getting at. All right, listen. I'm trying to understand how they got so powerful. I am worried. So I decided to put together a group of people to find out. You already know Devotion. She is my eyes and sometimes my hand. I'd like you to join her in the group. But I'm sure you have questions. Ja, die eine oder andere. You say you never liked technomancers, but you ask Roy for help. I know how to tell the difference between the technomancers from the Source and a renegade girl. And even if you obviously have the same skills and are a bit disturbed, you'll understand that I'm not worried about you betraying me. Neither of you will find the Source and reveal the existence of my little group. And both your skills and knowledge of the enemy will be useful to me. More questions? You're in the government, you work with the Technomancers, and you're best friends with dear Dowser Wisdom. Why in hell would I join a group under the thumb of corrupt and murdering people, huh? General, let me make him eat his words. No, Devotion. It's a good question.
I put up with the Technomancers and their madness more than I work with them. As for the murders, I suppose you're referring to the disappearances in the militia. That is their work, not mine. Even if I can't understand the reasons for it. And as for the corruption, I think you're mistaken. I'm no saint, but I can say that today I am the only defense left against the Technomancers' coup. You're being hunted, tracked by the Technomancers, as you know. If you have my protection, they'll have to leave you alone. I know you're a friend of wisdom. This group kind of looks like treason to me. You are mistaken. It is, on the contrary, my duty to protect my friend and Dowser from what threatens him. In this case, the Technomancers. I don't know how they've managed to convince him to give them so much power. Just like me, he knows that you are unstable. That's why they didn't have that much power before. But they are gaining strength, and I have to protect Aurora and Wisdom from their schemes. And Devotion? You make her sound like your crony. Who are you exactly anyway, miss? The General told you. I am his eyes and hands when there must be killing. He took me in before the war. I was only a child. Since then, I have been showing him my gratitude. You can trust her as much as me. As long as you don't betray me, of course. Why not help the Resistance if you want to go against the Technomancers? After all, they have pretty much the same goal. Not really. I know they hate the Technomancers as much as I do. But they are idealists, and they want to change society. Power to the people. Allow me to tell you that that is as credible and inoffensive as what we are faced with from your former colleagues. Chaos. And in a few months, an invasion by the neighboring guilds. I did not win the war against Abundant to see my guild devoured so soon after my victory. Those people may have good intentions, but they're dangerous. I'm sure you understand it's not the kind of decision you make just like that. I need time to think. I understand. And I have to admit that I find that reassuring in a way. You deserve your name more than it would appear. Temperance. I'll get back to you in a while. Thanks. I'm going in that case. Goodbye, Roy. But don't forget, if you have even the slightest feeling for Aurora, I am its last defender. Tja. Haben wir jetzt wirklich die Wahl zwischen Rebellen und dem General? Wo treffen wir denn jetzt Honor? Honor haben wir schon. Hier mal in unsere Bude. Ein Schritt zurück. Wow, wow, wow. Wen haben wir denn da? Alles klar. Surprise. Attack! Oh nein. Er hat seine Hunde mitgebracht. Tenacity. Yeah, I gotta admit, I wouldn't come to say hi if I wasn't getting paid a bump. A nice electric guy came to ask me to kill you. And you know me. Ich würde gerne mal meine Waffe aufladen, bitte. Oh, ich bin gleich tot. Was geht ab? Das gibt's doch nicht. Ich komme hier nicht weg. Das gibt's doch nicht. Das habt ihr sie schon platt gemacht. Und ich kann mich nicht mal um den Typen kümmern. Das ist noch nicht mal der eigentliche Kampf. Der eigentliche Kampf ist der große da hinten. Ich hasse die Hunde, wirklich. Ja, das ist überhaupt keine Chance. Warum nicht? Gleich in die Ecke gedrängt. Ja, das war's. Oh, 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 oh. Da hat er mich jetzt auf einem ziemlich kalten Fuß erwischt. Hätte ich natürlich nicht mitgerechnet. Vor allem auch, dass mein Mädchen gleich so schnell ins Gras gebissen hat. Aber in der nächsten Folge sehen wir, wie der Kampf ausgeht. Ich verspreche es euch. Dem werden wir ordentlich zeigen, wo der Roy den Hammer hat. Sagt man so schön. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.